Und wir machen weiter mit einem Zitat des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Familienunternehmen, das der Bundesregierung wohl nicht gefallen wird. Die Große Koalition vernachlässige die wirtschaftliche Freiheit. Direkt auf diese Kritik reagieren konnten heute Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier in ihren Reden, die sie am Tag des deutschen Familienunternehmens in Berlin hielten. 91% aller deutschen Firmen sind familienkontrollierte Unternehmen. Sie gelten als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wir haben 43 Millionen Beschäftigte oder Erwerbstätige in Deutschland. Das ist eine Rekordzahl. Wir haben die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist auf Rekordniveau. Aber wir wissen natürlich, dass wir uns darauf nicht ausruhen können, sondern dass wir immer wieder auch die Bedingungen dafür bereitstellen müssen, dass in Deutschland investiert wird, dass in Deutschland produziert wird. Und das geht ohne starke Familienunternehmen nicht. Ein sozusagen Lackmustest für Sie, was unsere Worte sozusagen dann in der Praxis bedeuten, ist natürlich immer wieder das Thema der Erbschaftssteuer. Und deshalb weiß ich, wie sensibel das ist. Es ist durch die Vielfalt der Unternehmen auch gar nicht so einfach, Lösungen zu finden, die für alle vertretbar sind. Und Sie wissen, dass das Schönste gewesen wäre, das Bundesverfassungsgericht hätte die Erbschaftssteuer so gelassen, wie sie war. Da hatten sich alle dran gewöhnt, aber diesen Gefallen hat das Bundesverfassungsgericht uns nicht getan. Das heißt, wir müssen jetzt eine Lösung finden, die den Bedenken oder den Beschwernissen des Bundesverfassungsgerichts Rechnung trägt. Und da ist sozusagen, obwohl sicherlich nur entfernt anwendbar, so etwas wie eine Sozialklausel oder Härtefallklausel gefallen. Wir müssen darauf achten, dass also die Unternehmen nicht oder die Unternehmer, sagen wir in diesem Falle besser, die Familienunternehmer nicht beliebig freigestellt werden können von der Erbschaftssteuer. Das macht uns erhebliche Probleme. Und wie ich schon sagte, die größeren Familienunternehmen, da stellt sich die Lage wieder völlig anders dar als in den kleineren Unternehmen. Wir dürfen nicht bei den kleineren Unternehmen so viele herausnehmen, dass zum Schluss quasi keine Unternehmen mehr übrig bleiben. Und jetzt ist auf der Zielgerade das Ringen noch mal da, wie wir eine faire Lösung finden. Ich bin heute bei Ihnen auch durchaus in einer Zeit großer Turbulenzen und großer Herausforderungen. Das hängt zusammen mit einer Vielzahl von internationalen Konflikten. Ich will die Anwesenheit des russischen Botschafters nutzen, um deutlich zu machen, dass wir gerade jetzt wieder in einer sehr intensiven Phase sind. Frankreich, Deutschland zusammen mit der Ukraine und Russland, das Minsker Abkommen noch mal ein Stück qualitativ weiter umzusetzen. Wir haben nach wie vor eine sehr fragile Situation und ich glaube, das Minsker Abkommen ist nach wie vor das beste Stück. Es ist auch das einzige Stück, auf das wir uns geeinigt haben von Programm, das wir jetzt umsetzen müssen. Es gibt sehr intensive Gespräche mit der russischen Seite, mit der ukrainischen Seite. Und meine Hoffnung ist immer noch, dass wir ein klares Stück vorankommen im Monat Juni. Ich weiß, dass viele von Ihnen Beschwernisse auch haben mit den Sanktionen. Die Sanktionen haben wir durch die Europäische Union verhängt im Zusammenhang mit der Verletzung der territorialen Integrität. Einerseits gibt es die sogenannten Sanktionen im Zusammenhang mit der Krim und dann gibt es die Sanktionen im Zusammenhang mit den Vorgängen in Donetsk und Lugansk. Und ich will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck. Sie sind verhängt in einem bestimmten Zusammenhang. Das Minsker Papier ist sozusagen die Grundlage, auf der wir die Voraussetzungen schaffen können, dann diese Sanktionen wieder aufzuheben. Und ich habe vielfach und will es auch hier wieder betonen gesagt, gute Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland sind in unser aller Interesse. Wir sind in der Schlussrunde, was das Freihandelsabkommen mit Kanada anbelangt, das sogenannte CETA-Abkommen. Hier, glaube ich, stehen die Chancen sehr günstig, dass wir das dann im Herbst auch finalisieren können. Und wir haben eine große gesellschaftliche Debatte um die Frage eines Freihandelsabkommens mit den Vereinigten Staaten von Amerika, das Investitions- und Freihandelsabkommen, das im Augenblick in seinen Grundzügen noch verhandelt wird.
Ich weiß nicht, ob ich in diesem Kreis werben muss, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch ein solches Abkommen zwischen dem europäischen Binnenmarkt und dem großen amerikanischen Markt sehr viel mehr Vorteile haben können, als wir daraus Nachteile zu befürchten haben. Das Abkommen ist deshalb so umstritten, weil es tiefer geht als andere Freihandelsabkommen. Bislang hat man im Wesentlichen Zölle abgebaut in den Freihandelsabkommen. Hier geht man auch an die nicht-tarifären Hemmnisse heran. Und in den nicht-tarifären Hemmnissen spielen dann natürlich immer wieder Schutzstandards eine Rolle, ökologische Standards, Verbraucherschutzstandards, soziale Standards. Und hier setzen die Befürchtungen an. Und deshalb will ich hier nur noch einmal wiederholen, es wird keiner dieser Standards, die in der Europäischen Union vereinbart sind, angetastet, sondern diese Standards bleiben erhalten. Und es wird auch dafür Sorge getragen, dass bei Fortentwicklung europäischer Standards diese dann auch jeweils wieder als Standards in dem Handelsabkommen gelten. Wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, 2008, 2009, 2010, dann haben etwa die deutschen Familienunternehmen gerade in diesen Jahren ihre Mitarbeiterzahlen erhöht, während sie in den Großunternehmen verloren gegangen sind. Und deshalb sage ich, Weitsicht, Geduld, Beharrlichkeit, auch und gerade in den Zeiten der Krise, das sind Tugenden, die Unternehmer, Familienunternehmer zum Erfolg geführt haben. Aber es sind eben auch Eigenschaften, das habe ich angedeutet, die man in der Außenpolitik ganz gut gebrauchen kann. Vielleicht sind es so die einzigen Instrumente, die wirklich Erfolg versprechen. Warum sage ich das? Weil wir, und Sie haben das eben in Ihrer Ankündigung angedeutet, Herr Hennekes, wir leben in stürmischen Zeiten. Syrien, Ukraine, Libyen, Irak. Wir erleben Krisen und Konflikte in unserer Nachbarschaft. Wie ich sie in dieser Dichte oder dieser Gefährlichkeit in meiner gesamten beruflichen Laufbahn jedenfalls noch nicht erlebt habe. Und diese Krisen sind keine fernen Krisen, sondern diese Krisen rücken immer näher an uns heran. Sie sind in Gestalt der Flüchtlinge längst in unseren Ankunftszentren, in unseren Turnhallen, in unseren Schulen gelandet. Und die Europäische Union ist vielleicht im Augenblick vor ihrer größten Herausforderung. Aber nicht nur das, nicht nur Flüchtlinge, sondern islamistischer Terror, der uns nicht nur im Mittleren Osten plagt, wie wir bedauerlicherweise festgestellt haben, sondern der mitten im Herzen Europas zugeschlagen hat, in Brüssel zweimal, in Paris und bei dem Spiel im November letzten Jahres war ich im Stadion in Paris und habe es einigermaßen nah miterlebt. Darüber hinaus, wir erleben ein globales Kräftemessen, ein neues Ringen um die internationale Ordnung. In Europa müssen wir mit dem Rückfall Russlands in ein altes geopolitisches Konfrontationsdenken umgehen. Ich komme gleich noch darauf zurück. Und im Mittleren Osten toben Stellvertreterkriege, vielleicht am schärfsten erkennbar in dem Ringen zwischen Iran und Saudi-Arabien, wo es um nichts mehr als um die Vorherrschaft, um die Dominanz, um die Hegemonie in der islamischen Welt geht. Und all das passiert, während Globalisierung, Digitalisierung und gefühlte Entgrenzung scheinbar unaufhaltsam voranschreiten, mit all den Chancen, aber bei uns im Lande und bei unseren Leuten hier im Lande natürlich auch begleitet von all den Verunsicherungen, die diese gewachsene, täglich noch wachsende Komplexität in der Welt ganz offenbar mit sich bringt. Die Frage ist ja, womit wir uns innenpolitisch zu beschäftigen haben, wie reagieren wir eigentlich darauf? Wir haben eine Bevölkerung, in der die Erwartung, der Wunsch nach möglichst einfachen Antworten auf diese komplexe internationale Lage, bei der man eine Übersicht verloren hat, bei der der Wunsch nach einfachen Antworten erkennbar jeden Tag zunimmt. Und leider gibt es eben auch inzwischen politische Angebote, die so tun, als hätten sie auf diesen Wunsch die einfachen Antworten auch parat. Und dann hören Sie dann in der öffentlichen Debatte so Vorschläge, die am Ende darauf hinauslaufen, wir müssen dafür sorgen, dass die Probleme der Welt am besten gar nicht bei uns ankommen. Lasst uns dicht machen, soll die Welt mit ihren Problemen möglichst draußen bleiben. Verantwortung in der Welt, worüber ich ja gelegentlich öffentlich spreche, alles Quatsch. Lasst uns irgendwie unter uns bleiben und unsere internen deutschen Probleme so weit wie möglich regeln.
Das sind die schnellen Antworten, die manche geben. Und ich befürchte, all diese schnellen Antworten werden nicht ausreichen. Sie werden uns nicht schützen und sie werden insbesondere keinen der Konflikte zu Ende bringen. Abgrenzung, Abschottung, das ist sogar, ich würde es umdrehen, das ist sogar gefährlich, wenn es um die Zukunft und um den Zusammenhalt unseres Landes, unserer Gesellschaft geht. Und es ist aus meiner Sicht auch der völlig falsche Ansatz, wenn es um Außenpolitik geht. Denn mit Abschottung ist niemandem geholfen. Es bringt uns den Lösungen am Ende kein Stück näher. Jeder weiß, mindestens Sie hier im Saal wissen, wir leben eben auf keiner Insel. Wir leben vom Export, wir leben von freien Märkten, wir leben von offenen Grenzen. Abschottung, Rückzug ins Nationale, das ist nicht nur keine, sondern es ist die falsche Antwort, die in Deutschland gegeben werden würde. Und das gilt erst recht für eine starke deutsche Außenwirtschaft. Und ich glaube, gerade das müssen wir alle, Politik und Wirtschaft miteinander, gelegentlich noch klarer und noch deutlicher nach außen sagen, meine Damen und Herren.